Herzlich willkommen zu meinem heutigen Wochenvideo und heute habe ich einen ganz besonderen Gast im Interview, nämlich Frau Dr. Sabine Gapp-Baus. Sie ist ausgewiesene Expertin auf dem Bereich der Stressbewältigung und kennt sich wunderbar aus mit dem Thema Depression und hat etwas für Sie bereit, mit dem Sie zu Hause mit Ihrem Notfallköfferchen sich selber helfen können. Und was Sie hier heute erfahren, müssten Sie sonst in dicken Büchern lesen, also bleiben Sie dran, gleich geht's los. Frau Dr. Gapp-Baus, herzlichen Dank, dass Sie Zeit gefunden haben und auch sich bereit erklärt haben, heute als Interviewpartner für unsere Zuschauer zur Verfügung zu stehen. Und ich bin ja so der Experte, der sich so ein bisschen mit diesem ganzen Biochemie-Kram auseinandersetzt und Sie kennen sich eben damit aus, wie man sich verhalten soll, wie man sich verändern kann, wie man etwas lernen kann, wie man Selbstbewusstsein bekommen kann. Und ich glaube, das ist etwas, was unsere Zuschauer natürlich auch wissen wollen und müssen und meistens irgendwo auch untergeht. Und ich freue mich schon auf unser Gespräch und das, was wir vermitteln können. Vielen Dank, Herr Wichert, für diese Einladung. Ja, ich finde, dass diese Kombination ja wirklich sehr gut. Sie als Experte für Mikronährstoffe, ich sehe das wirklich so. Mikronährstoffe sind super wichtig und ich würde sagen, bei einer schweren Depression oder auch bei einem schweren oder sogar leichteren Burnout-Zustand ist es immer wichtig, Mikronährstoffe zusätzlich zu geben, als da nur mal sind, als einfachstes Vitamin B und die Omega-3-Fettsäuren. Und es ist aber super wichtig, auch wenn man diesen Ausgleich macht, der ja manchmal wie eine Initialzündung wirkt. Den Leuten geht es erstmal deutlich fühlbar besser, aber das bleibt nicht so, wenn sozusagen an der Situation, an der Grundsituation, die zu diesem Zustand von einer Depression geführt hat, wenn daran sich nichts ändert, also wenn keine Erkenntnisse einsetzen, die bei demjenigen Aha-Momente auslösen, sagen, ah, das ist der Grund, warum ich mich jetzt so fühle. Genau, also das ist auch das, was ich feststelle, dass wir natürlich labordokumentiert nur ergänzen und dass wir sozusagen die therapierbaren Therapieerfolgshindernisse ausgleichen und dass das zunächst zu einer Verbesserung führt. Aber die halbe Miete ist in der Tat auch das Verhalten und die Psyche und die Erkenntnis, das, was im Kopf und in der Sichtung der Welt wahrgenommen wird. Und ja, bitteschön. Ja, ich habe ja in meiner 25-jährigen Praxis viel mit Menschen zu tun gehabt. Und als Ärztin für Naturheilverfahren hat man ja immer zu tun mit Menschen, die schon länger krank sind oder durch Stress erzeugte Probleme haben. Und ich habe dann schon früh Konzepte entwickelt, wie man diesen Stress einfach sortieren kann. Denn ich habe gemerkt, also im Unterricht autogenes Training fiel mir auf, also rein nur Entspannung zu lehren, das hat keinen nachhaltigen Effekt, sondern die Menschen brauchen ein Konzept. Und die Depression ist ja eine Krankheit, die doch sehr heftige und sehr beängstigende Symptome haben kann. Da kann jemand von heute auf morgen durch einen bestimmten Trigger auf einmal nicht mehr klar denken, das Herz rast, der Kopf ist wie in Nebel eingehüllt, die Gedanken sind unklar, Vergesslichkeit, keine Motivation mehr. Und das führt dazu, dass also eine große Hoffnungslosigkeit einsetzt, wenn das länger dauert. Hinzu kommt auch eine körperliche Erschöpfung und diverse Körpersymptome, als da sind Verspannungen durch eine innere große Angst, was wird aus mir, wie geht das weiter? Und das führt die Leute meistens zum Arzt. Und ich denke auch, das Thema Hoffnungslosigkeit oder Unsicherheit, ja, oder nicht wissen, wo kommt es her, oder jetzt entspann dich doch mal, ja schön, ich kann irgendeine Entspannungstechnik machen, aber wenn ich die Ursache dafür nicht beseitige, sobald ich damit aufhöre, ist die Verspannung ja nach kürzester Zeit wieder da. Und nun ist die Frage, wie kann denn so ein Patient
für sich tatsächlich herausfinden, wie welcher Trigger bei ihm diese Kaskade, kann man ja fast sagen, Reaktionskaskade auslöst. Ja, ich versuche erstmal zu erklären, wie so ein Zustand zustande kommt. Und zwar, egal welcher Stress auf uns länger einwirkt, das führt dazu, dass im limbischen System, das ist unser emotionales Bewusstsein, das so mitten im Kopf ist, ja, oben ist das Bewusstsein, also unter der Schädelkalotte ist das Bewusstsein, das kriegt aber nur die Hälfte mit. Und darunter ist das limbische System. Das limbische System ist die Warnanlage, die zum Beispiel meldet, also das Mobbing im Betrieb ist jetzt wirklich so heftig. Also da komme ich jetzt überhaupt nicht mehr runter von meiner Erregung. Und das führt dann zu Schlafstörungen. Und es ist jetzt wichtig, dass man dem Menschen erklärt, dass diese Übererregung im limbischen System dazu führt, dass die Neurotransmitter, die normalerweise im limbischen System, genauer gesagt in der Amygdala, produziert werden, als da sind Dopamin, unser Motivationsneurotransmitter, ja, der dafür sorgt, dass wir Lust haben, auch schwierige Sachen zu machen. Zweitens zum Beispiel die körpereigenen und die körpereigenen Opioide, die dazu führen, dass wir seelisch nicht so empfindlich sind, dass wir auch körperlich nicht so gleich uns erschrecken, wenn irgendwas Schwieriges auf uns zukommt, also Verspannung, ja, oft auch dadurch bedingt. Dann das Oxytocin, unser Freundschaftsneurotransmitter, der dafür sorgt, dass wir mit anderen freundlich nett sind, aber dass wir auch zu uns selber sehr freundlich sind. Ein ganz großer Knackpunkt ganz oft, dass Menschen sich quälen am Arbeitsplatz oder im Privaten mit einer Situation, die ganz schwierig ist und nicht merken, dass das wirklich schon lange erhöhten Stress bedeutet. Und dann das Serotonin. Das Serotonin ist eigentlich das bekannteste, weshalb auch vielfach sofort Antidepressiva gegeben werden, wenn jemand zum Psychiater geht und sagt, ich kann nicht mehr schlafen, ich bin ganz unaufmerksam und ich habe zu nichts mehr Lust, niedergeschlagen, hoffnungslos, dann ist so die Option meistens, dann geben wir doch mal ein Antidepressivum. Ist auch nicht unbedingt ganz falsch, ganz verkehrt, aber es ist, ein Antidepressivum ist immer eine Krücke und eine Krücke dient nur für eine gewisse Zeit. So, also es geht darum, zu erkennen, was bringt mein limbisches System immer wieder dermaßen in Erregung, dass die Neurotransmitter immer in den Keller gehen. Weil das bedeutet, dass mein Bewusstsein all diese Probleme hat, wie Konzentrationsstörungen, Traurigkeit, Niedergeschlagenheit, aber auch übererregt, Überagitiertheit. Auch das, die Leute finden keine Ruhe mehr. Man kann sich vorstellen, dass das dann zu Schlafstörungen führen. Was würden Sie denn unseren Zuhörern empfehlen, im Sinne, machen die jetzt so eine Collage oder setzen sich hin und schreiben sich, beobachten sich, schreiben mal auf, so was ist mit meinem Selbstwertgefühl, warum fühle ich mich gemobbt oder warum fühle ich mich nicht wahrgenommen oder warum kann ich mich nicht durchsetzen oder was sollen die zu Hause erstmal als Hausaufgabe machen? Also, ich empfehle immer zunächst anzunehmen, dass das, was gerade ist, im Moment da ist. Weil wenn jemand das Gefühl hat, ich muss das jetzt gleich alles weghaben, dann entsteht noch mehr Stress. Sondern es geht darum, das ist immer mein erster Schritt vom Notprogramm, akzeptieren. Gerade ist bei mir Ende der Fahnenstange und ich habe im Moment diese Symptome. Und ein bisschen damit einfach erstmal sacken lassen, zur Ruhe kommen. Als erstes würde ich dann ein bisschen aufräumen in meinem Umfeld. Dann würde ich mal gucken, wie ist mein Tagesablauf? Wie gehe ich eigentlich mit meiner Zeit um? Und wie gehe ich mit meinen Beziehungspartnern um? Was für Freunde habe ich? Nervt mich da jemand ganz furchtbar und tue ich da trotzdem nichts dagegen? Und dann würde ich genau gucken, wer tut mir im Moment gut? Was tut mir im Moment gut? Das ist so mal die kurze äußere Sondierung. Und dann würde ich gucken, körperlich als erstes ein bisschen zur Ruhe kommen und
schauen, esse ich regelmäßig, trinke ich genug, Alkohol weglassen komplett, eine gewisse Regelmäßigkeit in den Tag bekommen und als allererstes das, was jetzt bei Corona auch die meisten machen, langsame Spaziergänge und auf diesen Spaziergängen mir angucken, wie ist mein Leben im Moment? Was ist eigentlich das Schlimmste im Moment? Weil wir können nicht immer den Chef wechseln, den Ehepartner verabschieden, das geht alles nicht. Das sind viel zu große Dinge, die müssen wir auch gar nicht. Sondern es geht darum, den Fokus von auf die Problemzone wegzurichten auf sich selbst und erstmal zu gucken, was tut mir gut. Und da würde ich so ganz kleine Entspannungsmaßnahmen anwenden. Ja, es gibt so eine ganz schöne Entspannungstechnik aus dem Sounder-Sleep-System, was auch sehr schön bei Schlafstörungen wirkt, dass man einfach mal die Hand auf den Brustkorb. Ich mach das mal mit, ne? Ja, genau. Eine Hand auf das Brustbein, sozusagen die Herzgegend, und die andere Hand auf die Magengegend. Die Herzgegend, können Sie sich ja vorstellen, unsere Beruhigungszentrale, wenn wir da die Hand drauflegen und einfach da ein bisschen sanft reinatmen, das kann mich schon ein bisschen zu mir selbst bringen. Und die andere Hand auf dem Solarplexus, ja, die Magengegend, das ist die Gegend, wo der Parasympathikus, also der Gegenspieler von dem Sympathikus, wirkt. Und wenn ich mich damit einfach ein bisschen hinsetze und erde, Füße gut auf die Erde, dann die Zunge kann man zum Beispiel an den Gaumen einmal tippen, die Schultern sehr schön runter. Und dann kann man sich innerlich sagen, auch wenn ich im Moment ein paar Probleme habe, bin ich gut so, wie ich bin und werde ich wieder gesund. Und ich werde jetzt mir Informationen holen, warum ich jetzt so drauf bin. Und ich werde mich jetzt erstmal ein bisschen beruhigen und dann Schritt für Schritt mir Hilfe holen. Und man kann das wenn man abends im Bett liegt, sehr schön mit dem Atem verbinden, indem Sie beim Ausatmen den Daumen ein bisschen gegen die Brustwand drücken, genauso den Daumen ein bisschen auf die Magengegend, nur beim Ausatmen und beim Einatmen wieder loslassen. Und auf diese Weise kann man sich ganz schnell ein wenig beruhigen. Und wenn man das ganz oft am Tage macht, dann bekommt das limbische System schon mal andere Informationen als nur diese Information, oh Gott, ich habe eine Depression, das soll was ganz Schlimmes sein. Ja, das ist ein schwieriger Zustand, aber es ist keine schlimme Krankheit. Da ist ein Herzinfarkt sicher sehr viel schlimmer, denn eine Depression geht auch vorüber, wenn die Bedingungen dafür sich verbessern. Manche Patienten sagen, mein Psychologe hat mir gesagt oder mein Psychiater hat mir gesagt, jetzt machen Sie mal Sport bei der Geschichte, wird besser, dann müssen Sie mal Ihre ganzen Zwänge rauslassen, laufen Sie mal, das tut Ihnen bestimmt besser. Oft ist es so, am nächsten Tag geht es den Patienten ja nun wirklich nicht so gut. Das deckt sich eigentlich auch so ein bisschen mit unseren mitochondrialen Messwerten. Wie sind Ihre Erfahrungen? Ja, also ich habe da einschlägige Erfahrungen. Ich verbiete jedem Menschen, der wirklich schwer niedergeschlagen ist, ich verbiete sämtlichen Sport, also zumindest sämtlichen anstrengenden Sport, sondern ich empfehle Bewegung, und zwar Bewegung, die angenehm ist. Und es ist tatsächlich so, ich habe einen Patienten mal gehabt, der hat sich über ein Dreivierteljahr quasi immer wieder in die schwere Depression reingeschwungen, dadurch, dass er sich extrem zum
Joggen gequält hat. Ja, er war dann immer ganz stolz, dass er sich endlich aufgerafft hatte, ist dann gejoggt. Nach dem Joggen hat er sich sogar recht gut gefühlt, weil ja, Adrenalin ist hoch. Wenn man sich mit Anstrengung irgendwo hinzu quält, dann hat man einen hohen Adrenalinpegel erstmal. Ist ja beim Workaholic vielleicht ähnlich, oder? Ganz genau das gleiche Prinzip. Es fühlt sich erstmal super gut an, aber das ist schon nach 2, 3 Stunden geht das ganz abwärts. Ja? Und am nächsten Tag ist es ganz schlimm. Weil man kann sich vorstellen, dass dann die ganzen Reserven wieder aufgebraucht sind. Da kennen Sie sich wahrscheinlich besser aus. Diese ganzen Antioxidantien fallen weg, die also beim Sport dann notwendig sind, um die ganzen Muskeln wieder aufzubauen, zu regenerieren. Und das belastet dann sehr den Körper. Und diese zusätzliche Belastung geht auf die Stimmung. Und das führt dazu, dass die Leute, die denken, beim nächsten Sport würde es bestimmt besser. Und genau das Gleiche passiert. Ich habe, es ist wirklich über 3/4 Jahr hat mir das jemand erzählt. Und als ich ihm erklärt habe, warum das gar nicht gut ist, hat er das zum ersten Mal verstanden. Und ich habe ihm dann Spazierengehen empfohlen. Und das hat keine 3, 4 Wochen gedauert. Da konnte er wieder ganz langsam ein bisschen joggen. Ja. Das ist mit den Mitochondrienwerten auch so. Wir stellen ja ganz häufig fest, dass wirklich fehlerhafte Mitochondrien dabei sind oder dass die schon in Ruhe ganz viel Standgas haben und dann also wenig Möglichkeit haben, bei Leistungsanforderungen das noch zu steigern. Trotzdem tun wir das ja irgendwie, gehen auch in die anaerobe Energiegewinnung und auch die Mitochondrien wollen sich nicht zerstören. Sie öffnen sozusagen ihre Protonenschranken, also wir haben ein Protonenleck und das führt dazu, dass die Energie, die am Ende durch Verbrennung eigentlich schon freigesetzt wurde, aber nicht in ATP mündet, sondern der Bedarf an ATP ist weiterhin da, aber wir haben nur heiße Luft erzeugt und damit kommt eine viel größere Schwäche dazu. Und wenn man das mit einem Gärtner vergleichen würde, der sagt so, wir haben da eine Pflanze, die wirklich jetzt leidet und wir müssen gucken, dass sie vor Wind geschützt wird, vor zu heißer Sonne geschützt wird, vor zu viel Kälte geschützt ist. Sie braucht Feuchtigkeit, aber ich darf da nicht schwallartig Wasser drauf geben, sondern ich muss das vielleicht ein bisschen ansprühen und muss die jetzt ein bisschen begleiten. Das ist ja so ein bisschen, ich meine, Gärtner, grüner Daumen kann ja jeder so ein bisschen und auch vielleicht nachvollziehen, wie die liebe kleine Pflanze dort gedeiht. Und das ist so ein Bild, glaube ich, wie man sich selber dann auch sehen muss und wie man sich selber um sich sorgen muss und mit dieser Sorgfalt und nicht mit diesem Anspruch, den man ja sonst immer genügen will und wollte, sich immer wieder gleich zu präsentieren und sagen, guck mal, was ich kann. Und das ist ja meistens die Ursache des Übels. Ganz genau. Es geht um diese Selbstfürsorge und um diese Selbstführung. Also es geht um eine Begleitung, die jeder bei sich selbst auch ständig machen sollte, indem er zum Beispiel sagt, also der Spaziergang, der war jetzt ganz gut oder das Essen hat mir sehr gut geschmeckt. Das fühlt sich jetzt gut an, wie ich das jetzt hier so erlebe. Mein Raum hier gefällt mir. Ganz kleine Dinge, die angenehm sind, müssen rückgemeldet werden. Also auch im positiven Sinne rückgemeldet werden. Ich nenne das immer Goldplättchen sammeln, weil das dazu dient, dass das limbische System Signale bekommt, Entwarnung. Entwarnung. Genau, wir suchen jetzt nicht mehr das Haar in der Suppe, sondern wir suchen die kleinen Sterntalerchen, die Nudeln. Ganz genau. Und das sind Menschen überhaupt nicht gewohnt, weil sie denken immer nur große Erfolge. Davon könnte man sprechen, wenn also das nach außen sichtbar ist, was man alles schon wieder geschafft hat oder so. Und es ist völlig verrückt. Also unser Gehirn kann nicht unterscheiden, ob etwas wirklich wahnsinnig groß ist oder ob es klein ist, sondern dem Gehirn ist das völlig egal. Das Gehirn braucht es nur sehr oft. Und also ich bin ja selbst auch krisenerfahren. Ich weiß noch damals, ich habe dann beim Raustragen des Mülleimers, habe ich gesagt, guck mal, das finde ich jetzt super, dass du den Mülleimer rausträgst. Hinterher machst du da eine frische Tüte rein. Das ist wunderbar. Ja, diese absurden Dinge sind nicht absurd. Diese kleinen Dinge ernähren das Bewusstsein in dieser Erfahrung, dass man sich selbst positiv steuern kann. Das ist sehr viel wichtiger, als darauf hinzuarbeiten, dass man mal wieder einen großen Erfolg oder viel geleistet hat.
Aber dieses Strukturieren des Alltags und dieses Wiederfinden in den Antrieb oder etwas auch wirklich zu tun und zu sagen, ja, guck mal, das habe ich jetzt geschafft und heute habe ich es wieder geschafft und heute bin ich um die Uhrzeit rausgekommen und ich war heute Morgen mal im Garten, habe frische Luft getankt und die Sonnenstrahlen mit meiner Tasse, was auch immer, genossen und bin dann in den nächsten Schritt gegangen und sich auch zugestehen, dass das eine gewisse Zeit braucht, so wie man ja früher, heute ist ja, wenn die Leute im Krankenhaus die Leute ja alle blutend entlassen, in Anführungsstrichen, weil es eine Fallpauschale gibt. Früher wurden die Leute 2-3 Wochen im Krankenhaus gehalten, wurden sozusagen auch in die Regeneration gebracht. Diese Erkenntnis aus der Vergangenheit, die heute unter wirtschaftlichen Aspekten hinten runterfällt, müssen wir aber für uns, glaube ich, selber wahrnehmen und uns selber gönnen. Und in der Regel ist ja ein depressiver Patient krankgeschrieben und kann sich dann diese Zeit für sich ja auch nehmen. Es ist aber noch folgender Punkt. Oft ist es so, dass Menschen ja ganz viel für sich tun, aber es erreicht ihre Seele nicht. Das ist sozusagen, wenn man negative Täterintrojekte hat. Also wenn man immer wieder als Kind zum Beispiel gehört hat, du bist ein Nichts oder was, ja, dann entwickelt man sich ganz gut zum Erwachsenen, man erträgt alles und wird ganz widerstandsfähig. Und irgendwann im Leben gibt es einen Trigger, irgendeine Lebenssituation, einen Kritikpunkt und dann bricht das Ganze zusammen und dann erleben diese Menschen sich als komplett defizitär und dann kommen diese Täterintrojekte, dann werden diese inneren Stimmen, die früher außen gehört worden sind, werden auf einmal zu eigenen Stimmen, das heißt, sie bestrafen sich selbst und das ist ein ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man da jemand im Außen hat, so sehe ich mich jedenfalls, dass ich Menschen da immer gerne verführe, diesen negativen Introjekten doch mal einen anderen Job zu geben. Das kann man aber nicht mal ebenso salopp empfehlen. Machen Sie doch da mal einen positiven Glücksdetektiv draus. Das geht nicht, sondern es geht immer erstmal darum, Wert zu schätzen, dass das gerade nicht geht, weil es sehr schlimm war, diese Erfahrung früher. Und dass es normal ist, wenn jemand im Leben immer negative Dinge gehört hat, dass es ihm dann schwerfällt, positiv von sich selbst zu denken. Also man kann nicht sagen, jetzt denke ich einfach mal positiv. Nein, ich denke, das ist einem zwischen den Ohren schon völlig klar, aber emotional kommt es halt nicht an. Deswegen ja auch im Schlaf. Leute knirschen nachts mit den Zähnen, nicht weil sie zu blöd sind, ein Problem zu lösen, sondern weil sie emotional sozusagen das mit in den Schlaf nehmen und diese Stimmen, wie sie gerade beschrieben haben, aus der Vergangenheit, ihren Erfahrungen immer wieder haben und diese Verspannungen dann sozusagen im Schlaf erzeugen. Und wie schaffen Sie es oder wie unterstützen Sie diese Menschen, dass sie diese Stimmen switchen können? Also es geht darum, immer zum Beispiel diesen Satz aus der Kinesiologie oder überhaupt dieses kinesiologische Prinzip immer zu sagen, auch wenn ich diese negativen Stimmen habe und auch wenn ich ganz negativ von mir denke, bin ich gut so, wie ich bin. Ja, man kann dann zum Beispiel die Thymusdrüse klopfen, dann ist das so, wie wenn man diese Stimmen löscht, aber nicht, indem man ihnen verbietet, sich zu melden, sondern indem man sie wertschätzt als Erfahrung aus dem Leben, was einmal wichtig war. Denn es ist manchmal einfacher, ein Nobody zu sein, als jemand, der sehr tatkräftig ist, weil ein Nobody wird nicht so leicht angegriffen. Ja? Genau, wer sich exponiert, muss sich natürlich sehr gut absichern. Ansonsten Neid muss man sich erarbeiten und Mitleid bekommt man geschenkt. Auf der anderen Seite ist es ja trotzdem so, dass, wie Sie schon richtig sagen, man, glaube ich, dahin kommen muss, dass man sagen kann, ja, das ist passiert, ich kann es nicht ändern, also annehmen und ich kann es auch nicht vergessen, muss ich auch nicht, aber es passiert mir nicht wieder, denn ich weiß jetzt, wie ich damit umgehe und ich bin es mir wert und ich kann mich dagegen wehren. Genau, und man kann dann zum Beispiel ganz, ganz einfach, ganz, ganz kleine Schritte machen. Auch wenn ich diese negativen Stimmen habe, kann ich jetzt mal probieren, doch wertzuschätzen, dass ich vielleicht heute den Tag ganz gut hingekriegt habe, schon mal. Ja, also ich sage immer, wählen Sie Ihre eigene Sprache.
gucken Sie, wie Ihre Sprache so klingt, dass Ihre Seele das annehmen kann und verstehen kann. So Resonanz erzeugen. Resonanz erzeugt, ja, dass Ihre Seele sagt, ja, du hast recht, das stimmt. Wir sind nicht perfekt, aber das war schon ganz gut. Und da muss jeder seine eigene Stimme finden. Also Sie können niemand befehlen, er soll doch jetzt mal gefälligst positiv von sich, das geht nicht. Ich glaube, das ist ein ganz gutes Schlusswort, um zu sagen, was jemand mit nach Hause nimmt. Ich muss mich selbst verstehen, um zu leben. Und ja, wie das geht, kann man sich so ein bisschen anlesen und kann man ansonsten aber auch natürlich im Kontakt erfahren. Es gibt ja viele Fachleute hier auf dieser Welt, die im Grunde genommen da auch zur Hilfe stehen. Und das bedeutet eben auch, dass man nicht sich verschließt und isoliert, sondern dass man auch Hilfe sucht, dass man in Kontakt zu seinen Freunden bleibt, dass man soziale Kontakte beibehält und Depression nicht zur Vereinsamung führen soll, weil das ist natürlich auch, glaube ich, ein Problem, was dann zu einem Kreislauf führen kann. Ja, wir haben jetzt bei der Pandemie, ist es wirklich also eine große Not bei Alleinstehenden. Also denen fallen sämtliche Ressourcen weg, ja, Kurse, Singen, Sport, Kunst, Musik, alles fällt weg. Und also ich habe gerade auch mit einer Person in der Pandemie regelmäßige Telefonate täglich ausgemacht. Ja, das hat dann ganz schnell geholfen, weil wir brauchen Rituale. Wir brauchen Rituale, an denen wir uns ein bisschen orientieren können. Rituale muss man nicht jeden Tag neu entscheiden, sondern das passiert einfach. Ja? Der Mensch ist ein Gewohnheitstier und wenn er im Urlaub zur Arbeit fährt, dann kann das so schlimm nicht sein. Ja. Weil er den falschen Weg nimmt, weil er Brötchen holen will. Gut, vielen Dank, liebe Zuschauer. Ich glaube, Sie haben einen ganz tollen Einblick bekommen in das, was Sie selber machen können und da, wo Sie Ressourcen und echte Chancen haben, sich aus Ihrer wie auch immer gestalteten Situation zu befreien. Freiheit in den Gedanken, Freiheit in der Bewegung, Freiheit im Wohlgefühl. Und ja, wenn es Ihnen gefallen hat, sind Sie doch nächste Woche wieder dabei, wenn ein neues Thema für Sie aufgenommen wird. Schönes Wochenende noch. Tschüss.